Aber wir haben ja noch 3 Missionen. Das ist, glaube ich, gleich die nächste mit Drake. Die dauert auch wieder eine halbe Ewigkeit, aber mache ich auch noch mal schnell. Cut, ist der Flughafen fertig? Sichi, so wie du ihn haben wolltest, aber... Aber was? Es ist ein stinknormaler Flughafen. Ich hätte da noch ein paar Extras. Extras? Was genau meinst du damit? Du weißt schon, Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein Selbstzerstörungsmechanismus. Unnötig. Pfff, du bist echt langweilig. Ich brauche den Flughafen. Und zwar jetzt. Der Feind naht. Nur zu. Tu dir keinen Zwang an. Ach ja. Mission 29. Luft gegen Wasser. Ich liebe diese Dialoge. Der Gegner hat einen Flughafen errichtet. Die Arbeiten sind in Kürze beendet. Und das merkt er erst jetzt? Sie haben ihn irgendwie versteckt. Außerdem arbeiten sie unglaublich schnell. Irrsinnig schnell. Verstehe. Danke für die Info. Gute Arbeit. Ja, Kommandant. Danke, Kommandant. Sie wissen wohl, dass ich der Einzige bin, der diese Gewässer befahren kann. Flugzeuge gegen Schiffe. Flugeinheiten haben große Vorteile, aber noch liege ich nicht am Meeresgrund. Ich denke, ich kenne da noch ein paar Tricks. Jo, wir spielen mal wieder mit Drake gegen Maverick. Und ja, er hat ein paar K-Helis. Ich habe Kreuzer. Und mit Kreuzern kann man gegen K-Helis schon einiges machen. Ja, was muss ich da zuerst rüber schiffen? Die Flak muss da auf jeden Fall mit rüber. Brauche ich 2 Infanterieeinheiten hier. Das war's erstmal. So. Braucht man noch was? Braucht man noch was? Noch ein Flak. So. Soll er ruhig kommen mit seinen K-Helis. Warte ich beim Ausladen jetzt vorerst mal noch. Okay, die Kreuzer. Die eine Flak-Einheit kommt zum Glück gegen die 3 K-Helis an. Und die 3 Kreuzer schaffen 3 K-Helis auch locker. Zumindest wenn sie den Erstschlag haben. Und den gibt er mir ja auch. Wie viel Kohle kriege ich denn eigentlich schon? 9000. Das heißt, ich werde nächste Runde auf 25.000. Ein Landeboot kostet 12.000. Das heißt, ich kann die Runde noch 13.000 ausgeben, und wenn ich mir nächste Runde noch ein Landeboot kaufen will, dann nehme ich noch einen Jagdpanzer mit. Thank you.
wenn er nur auf mein Landeboot haut, ja, dann lasse ich ihn mal, wenn er Spaß dran hat. Eine Gabe. Nee, jetzt gerade nicht. Ich warte auf seine Gabe und hau ihm dann eine rein. Weil seine Gabe kontert meine ja ein bisschen aus. Wäre also sehr relativ sinnlos, ihn zu beschädigen, nur um, damit er sich gleich wieder heilt. Das Benzin muss ich dieses Mal nicht unbedingt kaputt hauen oder ausgehen lassen, weil er kriegt ja sowieso ständig neue Einheiten und seine Startarmee ist ja schon besiegt. In der letzten Mission war es halt die Sache, dass er eine riesengroße Startarmee hatte. Moment, das machen wir doch so. Kommt nächste Runde ein TTP damit. Dann kann ich gleich die Basen da unten mal einnehmen. Der spart eher auf seine Spezialgabe. Landeboot gerade leisten, aber einen weiteren Jagdpanzer, der sollte es auch erstmal tun. Und ich habe immer noch zwei Kreuzer übrig, mit denen ich jetzt seine Flieger abschießen kann, wenn noch welche kommen sollten. Diesen K-Heli zum Beispiel. Aber erstmal schießen wir den T-Heli vom Himmel. Damit der dann nicht mehr so viel rumtransportiert. Okay. Und dann behindern wir ihn doch nochmal ein bisschen hier am Besetzen, damit der dann nicht allzu viel kriegt. Ja, das war's vorerst mal wieder. Kahini war blöd platziert, Maverick, muss ich mal so sagen. Hättest du besser machen können. Weißt du, ne? Einheiten lade ich gleich da hinten aus. Besetze in der Zwischenzeit mal den Hafen hier. Und dann, ja, dafür auch mal wieder. Nun, diesmal sogar mit Inhalt. Hier in die Nähe stellen, damit der, weil der wird jetzt wahrscheinlich einen Kreuzer von mir angreifen. Mit seinem K-Heli. Ah. So. Den Flughafen kriegst du nicht auch schon, hast doch schon zwei.
könnten wir jetzt eigentlich ein Schlachtschiff kaufen. Ja. Wenn wir schon mit Drake mal unterwegs sind, dann können wir auch mal auf Seeeinheiten spielen. Du bist im Untergang geweiht. Mach dich bereit. Auf Englisch hat der so einen tollen Spruch, wenn er eine Gabe aktiviert. Aber ich glaube, das seht ihr wahrscheinlich noch früh genug, weil den nächsten Teil, den ich habe es ja schon angekündigt, glaube ich zumindest, dass ich es angekündigt habe, aber den dritten Teil von Advance Wars, den will ich gerne auf Englisch spielen. So. Jetzt, wo er jetzt gerade nicht mehr um zwei heilen kann, weil das ja gerade weg ist, gebe ich ihm mal meine Spezialgabe. Sag hallo zum Typhoon. So, jetzt ist seine Armee auch mal gekribbelt. Oh, ach ja, das habe ich ja ganz vergessen. Wenn ich Typhoon aktiviere, dann regnet es ja noch. Stimmt, da war ja auch noch was. Und ihr wisst ja, Drake im Regen, der hat ja keine Abzüge davon. Das ist ihm also vollkommen egal, ob es regnet oder nicht. Der kann im Regen noch genauso agieren, als wenn es nicht regnen würde. Habe ich noch die Infanterie da drin gehabt. Die Reparaturarbeiten an dem Schlachtschiff haben jetzt einen Großteil von dem aufgezehrt, was ich jetzt eigentlich gebraucht hätte, wieder um was Neues zu kaufen. Und ich habe nur noch zwei Kreuzer, die eigentlich nur noch insgesamt 11 HP haben. Wenn er seine Artillerie jetzt hier offen stehen lässt, da kann ich nicht widerstehen. Bevor man die noch irgendwo hin platziert, wo ich sie überhaupt nicht haben kann. Ja. So viele Flak-Einheiten haben seine Infanterie-Einheiten kaum noch Überlebenschancen. So, hier wollte ich hin. So, und jetzt habe ich eine Basis auf der Insel. Kann ich von dort aus dann meine Einheiten produzieren. Schon wieder ein... Ah ja, schon wieder ein K-Heli. Das hat jetzt aber knapp überlebt. Ich brauch mal noch einen Kreuzer. Nur für den Fall, dass der da noch mehr K-Helis rausholt. Und ich glaube, ich müsste mal direkt mit dem hier ankommen. Tja. Dann hauen wir hier noch ein bisschen was kaputt, was teuer aussieht, und dann können wir auch schon wieder an ihn übergeben. Damit er auch mal wieder was machen darf, der Maverick. Sonst fühlt er sich ja noch vernachlässigt.
Okay, diesmal hat er kein K-Heli da hinten. Der hat aber anscheinend auch nicht genug Kohle für sowas. Dass er die ganze Zeit spammen könnte. Dem hier noch mal ein bisschen Munition, der hat ja viel verballern müssen. Und boah. Ein Raketenwerfer schadet hier jetzt definitiv nicht. Ich habe zwar schon Schlachtschiff da, aber man kann ja auch beides benötigen. Ja, wenn er den Kopter da oben jetzt reparieren lässt, kommen von dort oben zumindest eine Zeit lang keine K-Helis. So. Dann schauen wir mal, ob wir da hinten in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen was durchbrechen können von seinen Reihen. Aber die müssen wir ja eh erstmal lichten. Also, den kann ich jetzt hier wieder nicht machen. Dann bauen wir noch einen Raketenwerfer. Schieß mir den Jagdpanzer hier erstmal ab. Er stört mich hier noch am meisten. Einheiten verloren habe ich bisher nur die ganzen Kreuzer. Ich weiß zwar auch nicht genau, warum ich diesen Flughafen da oben überhaupt einnehme, aber bei Flugeinheiten baue ich mit Drake ja sowieso keine. Wäre ja auch totale Verschwendung. Aber ein bisschen Kohle gibt es ja trotzdem. Ja, das kannst du lang versuchen, mit einem Jagdpanzer auf dem Schlachtschiff draufzuhauen. Dauert ein bisschen, bis das kaputt geht. Vor allem bei Drakes Schlachtschiff. Das hält ja nochmal 10% mehr aus. Machen wir den TTP da unten auch nochmal kaputt mit dem Schlachtschiff, dann können wir hier zumindest schon mal wieder ein paar Einheiten nach vorne stellen. Das Flakgeschütz wird da hinten zwar nicht lange überleben, aber was soll's. Flakgeschütze brauche ich jetzt eh nicht mehr so dringend. Und hier unten können wir noch fröhlich weiter besetzen.
Zumindest hat er die erste Runde Beschuss ausgehalten. Das war schon mal mehr, als ich erwartet hatte. Tja, da können wir ja jetzt ein bisschen durchragen bei ihm. Mal schauen, ob es schneller geht, sein Hauptquartier einzunehmen. Oder komme ich mit dem noch? Ah ja, dann komme ich noch dahin, das ist gut. Aber ob es schneller geht, sein Hauptquartier einzunehmen oder seine Truppen auszurotten. Ich habe seine Truppen bis jetzt zumindest mal schön von hier vertrieben. Der hat noch eine Gabe. Na dann schieß mal los, Maverick. Das Ganze können wir ihm jetzt gleich wieder weghauen. Also, sag hallo zum Tsunami. Den Taifun hast du ja letztes Mal schon abbekommen. Und jetzt muss ich die Landezone hier frei machen, damit die Infanterie da landen kann. Tja. Und jetzt muss noch die 9 HP Mecheinheit da oben weg. Ja, das reicht. Auch noch mal eine Abreibung da hinten. Den lasse ich mal da stehen. Aber der Kampfpanzer kann ja noch anrücken. Hier geht's dann, wenn ich ein bisschen Deckung habe. Ja, passt. Weil wir mit Green Earth noch keine hatten. Hier noch ein Titanpanzer. Noch schön eingekreist. Und da nebenbei können wir noch die Infanterie weghauen. Den scheinen wir hier mal und da oben ist dann sowieso noch eine natürliche Barriere.
Helikopter kommen hier auch nicht mehr wirklich weit. Okay. Bin mal gespannt, ob es schafft, die Blockade da hinten am Hauptquartier zu durchbrechen. Aber ne, das hat er nicht mal versucht. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten ich ihm jetzt in einer Runde kaputt gemacht habe. Und ich weiß auch jetzt nicht auswendig, wie viel ich verloren habe. Daher haue ich jetzt nochmal überall eine Infanterieeinheit raus, wo ich kann. Eventuell den Technik-Score aufzubessern, falls es denn überhaupt notwendig ist. Die da kriegen wir auch noch kaputt. Ja, gut, den nicht mehr ganz. Ich schieße jetzt noch mit dem Schlachtschiff drauf. Was wir ja machen können. Dann kriegen wir den jetzt auch noch kaputt und dann sollten wir den Powerscore eigentlich locker haben. Wenn ich ihn nicht vorher schon hatte. Den da können wir auch noch abschießen. Reichten 3 HP Flak dafür? Nö. 9 HP von dem. Das macht genau das gleiche. Wäre ja zu schön gewesen, wenn das noch geklappt hätte. Aber es müsste sowieso reichen. Boote setzen meine lächtige Luftwaffe aus Gefecht. Betrachtliche Leistung. Ich unterschätze meinen Kontrahenten. Aber dieser Krieg ist noch nicht vorbei. Nur in der letzten Schlacht gilt es zu siegen. Der Gegner zieht sich zurück. Wir haben mal gewonnen. Irgendwie. Dann bin ich hier wohl überflüssig, wie? Igel, du wolltest uns beistehen, nicht? Ich hörte, der Angreifer setzte hauptsächlich Lugeinheiten ein. Mich vertrat ein Unteroffizier, aber ich sorgte mich wohl umsonst. Ich hatte Glück. Das war mehr als Glück. Ach ja? Drake, du bist ein guter Stratege. Glaube mir, das ist doch klar, dass du ein Heer von Flugeinheiten besiegt hast, oder? Das hätten Chess oder du genauso gut geschafft. Ich bin nicht so. Vielleicht ist es deine Bescheidenheit, die den Menschen so an dir gefällt. Mission complete. Vielleicht, vielleicht. Und ja, da haben wir wieder unsere 300 Punkte S-Rang. So. Und weil ich jetzt schon wieder 1,5 Stunden aufnehme, mache ich jetzt nochmal eine kleine Aufnahmepause. Nächstes Mal gibt es dann wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, aber die beiden hier auf jeden Fall. Ob ich die da noch dazu mache, weiß ich nicht. Also das ist jetzt schon die Fabrikmission von Green Earth und ihr seht ja schon an der Sternanzahl, die ist nicht unbedingt so einfach, aber ich finde sie ziemlich lustig. Ist mein Lieblingslevel in der Kampagne eigentlich. Aber ich mache jetzt erstmal wieder eine Aufnahmepause, weil ich merke schon wieder, meiner Stimme geht schon wieder nicht mehr so gut. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, bis dahin, ciao!